Tim, wie war's? Ja, kein Ding. Sind Sie ein bisschen rührig? Haben Sie Hallo gesagt? Alright, down we go. Sieht irgendwie heiß aus da unten. Ich glaube, hier sollte man nicht runterspringen, ne? Also hier ein bisschen kuschelig warm aus, ne? This way. Getting hot in here. Don't think I'm all your clothes. I ain't game for. Den einen oder anderen habe ich gelesen. Sehr schön. Hab versucht, die Leute ein bisschen zu animieren, Hallo zu sagen. So, ja, ach, cool, sehr cool. Ah, oh, sehr schön. Hat der bei Tobi auch kurz reingeguckt? Das sieht irgendwie geil aus, ne? Ich hab Schiss! Ja, die Farben sind geil. So sollte mein PC auch aussehen, das würde ich feiern. Aber dann wäre ich so Classical E-Grill und das bin ich ja nicht. Ich empfinde mich nicht als Classic E-Girl. Aber einfach, weil es geil aussieht, laufen wir nochmal durch. Weil wir es können und es geil aussieht. Die können sich teleportieren. Super geil. Einfach, weil es geil aussieht, laufen wir nochmal ganz episch rein. Oh, ihr macht alles kaputt. Nach hinten mit euch. Weg. Kommt weg. Aus dem Bild. Geht mir aus dem Bild. Danke. Was hier episch, episch durchlaufen. Ja? PC, der so aussehen würde, würde ich nehmen. Super geil. Mega fancy. Okay. Ich weiß nicht, ob er bei Tobi auch war. Ja, muss ich halt mal Tobi fragen. Weiß ich nicht, vielleicht guckt der Tobi noch vorbei. Ich kann grillen, ja, Mann. In einem Rechner rumklettern könnte. Wisst ihr noch, als wir Dings gespielt haben? It Takes Two? Wo der eine, ich glaube, ich. Nee, Marius könnte sich groß und klein machen, ne? Und dann so in den Dings rein. Alles andere als klassisch oder Klischee. Ich versuche nicht klassisch oder Klischee zu sein. Aber ja, langweilig, ne? I'm with you, brother. Ah! Nummer eins. Stay only as long as we have to. Well, we'll need to get past that vent. Stay here until I find a way for all of us to cross. Understood, Aloy. Trippy, super geil. Ich filme jetzt mal kurz. Zack. Ilse. Einfach durchschaut dieses Spiel. Okay, fuck. Und wo geht's jetzt weiter? Ah, hoch. Alul. Ah, okay. Halb Kai, Luca. Ich habe nicht gecheckt, dass die. Ach, damn it.
Ich habe mich zu früh gelobt. Okay. Nee, ich wollte nicht dranbleiben sollen. Gebäude an Zettarbeit sind sehr viel. Looks like I need to get across to extend the bridge. Huch, wo bin ich jetzt? Es waren Billionen oder so. Es war mega viel. Tim, hast du gesehen? Wir haben im Discord, habe ich Emotes gepostet. Du kannst 12, bei 12 einen Daumen hoch machen, um zu sagen, welche du Kacke gut finden würdest. Habe ich gesehen und schon auch Dankeschön. Was will sich eine neue Festplatte kaufen, Körper? Das ist super hoch, der Sprung. Okay, let's get them across. Um den Bildungsauftrag zu erfüllen, 1 Zettabyte sind 1.999.511.627.776 Gigabyte Monka S. Monka S!
Storytime. Nein. An Gina Bruno von Joshua Ardu hieß, betreff, sie haben uns. Kleiner Scherz, sie haben keine Ahnung, was wir hier oben machen. Die wörtliche Erwähnung von Firebreak macht mir jedoch in Sorgen. Siehe unten. Bericht. Besuchte Tiere laufen in Amerikas beliebtestem Park frei herum. Da, verseuchte. Ups. Vom Holochatter-Team, 2. Mai 2063. Exklusiv bei Holochatter. Zum Leidewesen der Wanderer, Camper und Vogelbeobachter sind die Tore des Yellowstone Parks nun bereits seit 15 Jahren geschlossen. Seit Ewigkeiten wusste niemand warum, aber jetzt hat Holochatter die Antwort. Ein für diese Story interviewter Wissenschaftler kann alles erklären. In den Jahren des großen Sterbens war der Yellowstone Park eines von der wenigen relativ unverseuchten Ökosystemen der Erde. Deswegen sind draußen die Seen so blau, gelb, grün gefärbt, ne? Das ist im Yellowstone so, das habe ich euch doch erzählt. In den Jahren des großen Sterbens war der Yellowstone Park eines von wenigen relativ unverseuchten Ökosystemen der Erde, berichtet der Wissenschaftler. Dies macht es... Tobi, danke schön dir für deinen Raid. Wie war's? Wie lief das Turnier? Ich muss ganz kurz meine Story hier weiterlesen. Holochatter hat Kopien von Daten erhalten, die beweisen, dass die US-Regierung die Tiere des Yellowstone Parks für geheime Experimente mit tödlichen genetischen manipulierten Viren benutzt hat, die an der Fauna des Parks getestet wurden und leicht auf Menschen übertragbar waren. Gerüchten zufolge trug dieses Projekt den Codenamen Firebreak. Nach dem tödlichen Angriff der ewigen Verdammung 2039 gingen die Länder sehr hart gegen Genversuche vor. Doch selbst nach allem, nachdem es illegal geworden war, ging die Forschung zu synthetischen Seuchen in zahlreichen Bereichen unbemerkt weiter, meinte interviewte Wissenschaftler. Mit den Jahren häufen sich Berichte in der Nähe des Yellowstone Park lebenden Menschen, die in der Nähe ihrer Häuser Drohnen des Militärs gesichtet hatten. Man nimmt an, dass die Drohnen die Grenzen des Parks patrouillieren und verseuchte Hirsche und kontaminierte Kojoten erlegen sollten, bevor sie nahegelegene Ortschaften erreichen. Ah, wir waren im Yellowstone Park. Das macht Sinn. So. Hallo. Beschissen? Oh no. Hi, Red. Hallihallöchen. Ne, warum beschissen? Hattet ihr keine guten Runden? Nee, leider nicht. Oh, das tut mir echt leid zu hören. Hattet ihr wenigstens Spaß? Über der Hälfte der anderen Squads waren mindestens 1-2 Elos über uns. This place looks more like the mountain used to be. Yes, come on, Tobi. Tobi, ich habe Emotes hochgeladen, Beispiel-Emotes. Wenn du magst, kannst du gerne 12 auswählen und abstimmen. Auf dem Discord. Recapture imminent. I have attached additional data to this. Spirit speaks to us. It's a recording. And a warning. Hephaestus. But it was part of Zero. Oh, sehr schön, Naomi. This name is familiar to you? Yes, but I don't know what it's doing here. Perhaps the spirit will tell us if it left more messages. Maybe you're right. Let's keep moving.
thought about just shutting it down, but I can't risk it being disoriented or even damaged on reboot. How do you tell the emotional equivalent of a child that it... I mean, she will need to go into a coma, maybe for years. And what exactly is she going to wake up to? Dankeschön! Ich habe meiner Designerin stinkfrech angeschrieben, weil sie hatte gesagt, dass sie nicht zeichnen. Ich habe sie stinkfrech angeschrieben und hat gesagt, Lisa, sag mal, ich weiß, du zeichnest momentan nicht. Zeichnest du trotzdem? Schöne Erinnerung. Hast du es auch gespielt, Ren? Oh, ihr Lieben, welche Pastasorte ist eure Lieblingssorte? Try to find a way through. Ah ja. Prozent. Dann kannst du mir vielleicht sagen, wo die letzten zwei Energiezellen sind, die mir fehlen. Also, ich muss hier rüberschleichen, ne? Warte mal. Wo muss ich eigentlich hin? Ich muss da... Wie soll man sich denn da schlau durchmogeln? Bitte komm nicht hier hoch. Bitte, 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 bitte komm nicht hier hoch. Bitte komm nicht hier hoch. Please, no, 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 no. Komm nicht hier hoch, Hasi. Hasi, Pupsi. Die Großen sind aber nicht One-Hit. Das ist mein Problem.
Nee, hier geht's nicht hoch, ne? Fuck. Oh, okay. Oh, now I'm fucked. Now I'm fucked. Oder? Wie komme ich auf die mittlere Plattform da? Muss darüber. Wo bleiben die? Alles klar, Tobi. Gute Nacht dir. Danke fürs Raiden. Warum kommen die nicht? Warum klettern die da nicht hoch? Warum kommen die da nicht hoch? Ah, scheiße. I need to get Araya and Aratak across. Da habe ich es gecheckt. Scheiße, das gibt jetzt ein Chaos, ey. Ah, du ahnst es nicht. This one is mine.
bring you down! For the blue light! Meine Schulter tut weh. Gutachtenformular zur Klassifizierung von maschineller, künstlicher Intelligenz, streng vertraulich und Eigentum der MIE. Kein Teil dieses Dokuments darf an Dritte weitergegeben werden. Betrefft Cyan, Firebreak-Anlage. Gutachtendatum 7. Juni 2062. Zusammenfassung. Dritter Test. Empfindungsvermögen des Testobjekts beträgt 0,54 innerhalb legaler Parameter. Vor den Ergebnissen der anderen Tests betrachtet, ist die frühere Punktzahl von 0,61 als Ausreißer anzusehen. Das Gutachten wurde aus der Perzentilpunktezahl der folgenden Qualität zu Subtest abgeleitet. Reaktion auf Schmerz, Reaktion auf Humor, emotionale Anlagen, ästhetische Bewertung, moralische Bewertung. Die angefügten Formulare enthalten die detaillierte Analyse und Zusammenfassung der Testkriterien. Empfehlungen des Gutachters: halbjährlichen Begutachtungstermin beibehalten. Angesichts der Annäherung des Testobjekts an die maximale Empfindsamkeit der Kategorie wird eine fortlaufende Überwachung dringend angeraten. Reden hier auch wieder über eine KI, habe ich das Gefühl, ne? Hey, ihr Lieben, heute super ruhig, ne? Danke, dass ihr da seid. Schätze ich. Sehr. Ich glaube, runterspringen wäre nicht die Lösung, ne? Irgendwie. Nee, hier gibt's ja einen Weg. Guck mal, wie schön. Danke, Tim. I'm so comfy in my Decke around my Füße. Richtig kuschelig, aber die ist doch immer zu warm. Human responder, the reconfiguration of this facility has introduced instabilities into the primary geothermal pipeline. It may be possible to exploit these vulnerabilities to destroy compromised elements of this facility while preserving most of the backup stabilization. Recapture imminent. I have attached additional. I don't understand what the spirit was trying to tell us. It's been looking for a way to defeat the daemon. Die Musik macht mich ganz nervös, Mann. Machine parts dumped here to be melted down. Efficient. We need to get across that gap. Yeah. Looks like I'll have to go over again.